Wenn wir uns mal überlegen, wie oft die Tragödie vom Engine-Vorfall, also der Story, die wir aus Jurassic Park 1 kennen, wie oft das thematisiert wird, sowohl in den Jurassic Park als auch in den Jurassic World-Filmen. Gerade in Jurassic World wird immer wieder der Jurassic Park und eben der Jurassic Park-Incident, also der Jurassic Park-Unfall erwähnt. Und dabei wird eine Sache meiner Meinung nach so ein bisschen links liegen gelassen. Und das ist die wesentlich traurigere, wesentlich dramatischere und wesentlich brutalere Geschichte hinter Anlage B. In diesem Sinne, schnallt euch an und viel Spaß mit dem Video. Wie bin ich jetzt auf Anlage B gekommen? Naja, es ergibt sich irgendwie auch so von alleine, dass sich, glaube ich, jeder von uns mal Gedanken um die Isla Sorna macht, weil wir einfach hier nicht wirklich im Bilde sind, was da eigentlich passiert ist. Wenn wir uns den Jurassic Park Film anschauen, also den allerersten Film, dann sehen wir ja den Vorgang. Wir sehen, wie der Park zusammenbricht, wir sehen, wie die Saurier ausbrechen. Wir können so ungefähr nachvollziehen, wie dieses ganze System in sich zusammenbricht. In Jurassic Park 2 erfahren wir nur ganz kurz, dass Anlage B von Hurricane Clarissa zerstört wurde. Eine göttliche Fügung, meint John Hammond, und das war es dann im Endeffekt aber auch schon gewesen. Aus den späteren Filmen und gerade aus Jurassic World Dominion mit Charlotte Lockwood wissen wir allerdings, dass auch sehr viele Forschungsmitglieder und Mitarbeiter des Jurassic Parks auf Isla Sorna beschäftigt waren, und zwar um weiten mehr als im Jurassic Park selbst. Hier mussten die Zäune gewartet werden, die Saurier mussten ausgebrütet werden, die Saurier mussten mit Nahrung versorgt werden, es mussten Forschungen betrieben werden, Sicherheitspersonal. Es waren so viele Menschen anwesend auf dieser Insel. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was denn logischerweise auf dieser Insel hätte passieren müssen. Rein logisch, es gibt keine Indizien dafür. Wir gehen das Ganze aber wirklich mal rein logisch durch. Wir befinden uns also auf einer Insel mit Dinosauriern. Ja, hier werden die Saurier in der Regel ausgebrütet und werden zu größeren Tieren herangezogen. Das Ganze habe ich auch schon mal in meiner Timeline ein bisschen mehr erklärt. Die habe ich dir mal hier oben verlinkt. Das ist der erste Part der gesamten Timeline. Part 2 kommt hoffentlich auch bald. Schau es dir auf jeden Fall an, wenn du Interesse an der ganzen Geschichte hast. Das heißt im Umkehrschluss zeitgleich aber auch, dass die Saurier bis zu einem bestimmten Alter eben auf der Isla Sorna verbringen mussten. Dort wurden parallel, während die Saurier gezüchtet wurden und aufgezogen wurden, auch weitere Forschungen gemacht. Wie wir später in Jurassic World Dominion herausfinden, wurden hier sogar noch weitere Genexperimente vollzogen, wie zum Beispiel das Thema Krankheiten, was auch auf der Isla Sorna tatsächlich zum Erfolg geführt hat, eben mit der Geburt von Macy, beziehungsweise mit dem Züchten von Macy. Macy ist ja nicht auf natürliche Art und Weise entstanden, beziehungsweise wurde ja ihre DNS so verändert, dass sie eben die Krankheit, die Charlotte Lockwood eigentlich an sie hätte vererben müssen, eben nicht bekommen. Also ja, wir können zusammenfassen, Isla Sorna ist eigentlich um einiges interessanter als Isla Nubla und trotzdem haben wir nie mehr darüber erfahren. Also wenn es irgendwann noch weitere Filme geben sollte und wir wirklich ein Jurassic-Universum bekommen, dann gebt uns diesen einen Film und nennt ihn einfach Jurassic Park Hurricane Katrina. Ich will das unbedingt sehen. Wenn so ein Hurricane jetzt aber übers Land fegt, ich meine, tatsächlich ist das auch wirklich passiert. In Jurassic Park 1 gibt es bestimmte Szenen, in denen wir sehen, wie das Wasser gegen die Steine prallt. Das ist tatsächlich die Küste von Hawaii. Diese Aufnahmen sind echt, die sind nicht inszeniert oder irgendwie nachgestellt. Während den Dreharbeiten zu Jurassic Park 1 ist ein gewaltiger Hurricane über die Insel und somit eben auch über das gesamte Set von Jurassic Park hinüber gefegt. Und da kann man ungefähr die Gewalt einschätzen, die dann eben so ein Hurricane mit sich bringt. Hurricane Katrina hat laut John Hammond die Stromzäune lahmgelegt. Und da müsste ein ähnliches Szenario abgelaufen sein, wie eben auch im Jurassic Park. Allerdings nur fast, ich glaube, es war ein bisschen heftiger, denn im Jurassic Park hatten wir eben keinen Hurricane. Wir haben hier also eine Riesenanzahl an Menschen, die sehr wahrscheinlich auf etwas engerem Raum. Ich stelle mir das Ganze immer vor wie so ein kleines Dörfchen, wo dann verschiedene Areale sind mit Laboren und mit Mitarbeiterhäusern und wo man eben das alles unter Kontrolle hält, dass diese Leute sich irgendwie verschanzen mussten, denn der Hurricane ist natürlich gefährlich. Die haben aber noch gar nicht mitbekommen, dass wirklich die gesamten Zäune zum Teil weggerissen wurden, zum Teil eben noch ausgefallen sind, weil eben niemand mehr in den Kontrollräumen sitzt, weil sie eben in diesen Bunkern Schutz suchen mussten, um eben vor dem Hurricane in Sicherheit zu kommen. Eine Evakuierung wäre daraufhin nahezu unmöglich gewesen, weil ich meine, zu Wasser während einem Hurricane, das wäre, glaube ich, nicht wirklich sinnvoll gewesen. Und mit dem Helikopter müssen wir gar nicht erst anfangen. Das würde unfassbar in die Hose gehen. Das heißt, die gesamte Gruppe hat auf Anlage B
für einen bestimmten Zeitraum festgesessen. Und ja, ein Hurricane, es wird zwar nie angesprochen in den Filmen, aber der kann wesentlich länger dauern als nur ein paar Minuten. Als der Sturm dann eben vorbei war, hätten die gesamten Mitarbeiter und Forschungsteams auf der Isla Sorna bemerken müssen, was für ein gewaltiges Chaos denn angerichtet worden wäre. Jetzt würden sie nach und nach auch merken, dass die Zäune ausgefallen wären, beziehungsweise dass die Dinosaurier frei auf der Insel herumlaufen würden. Und dann würde eben das große Jagen und Fressen beginnen. Der gesamte Vorfall auf der Isla Sorna wäre also ein riesiges Hickhack, ein nahezu unfassbares Katz-und-Maus-Spiel. Ich habe da andauernd den Predator irgendwie im Kopf. Wenn die Velociraptoren nahezu unsichtbar durch die Gräser huschen und dann die Mitarbeiter angreifen, das wäre ein Massaker geworden. Noch dazu kommt außerdem, dass Rettungskräfte, also Hilfen, die vielleicht die Insel evakuieren hätten können, erst viel zu spät hätten kommen können, weil die Gruppe selbst auf der Insel keinen Notruf hätte abschicken können, weil ja eben alles zusammengebrochen wäre. Es gäbe keine Möglichkeit, das Festland zu kontaktieren. Das hätte natürlich irgendwann mitbekommen, dass da ein Hurricane drüber gerauscht ist und würde wahrscheinlich von alleine anfangen, Rettungstrupps zu Isla Sorna zu schicken, die jedoch auch wieder in Gefahr geraten könnten durch die Pteranodon zum Beispiel. Ja, in Jurassic Park 3 sehen wir, dass eine Gruppe von Pteranodon erst im Nachhinein ausbricht. In Jurassic Park 2 sehen wir allerdings auch schon, dass Pteranodon bereits vorher auf der Insel gewesen sind und die sind auch frei herumgeflogen. Das heißt, auch hier hätten wir, während die Leute über die Insel rennen, um versuchen zu überleben und gejagt werden vom T-Rex, von Kompis, von Velociraptoren, diese Leute sollten dann gerettet werden von Rettungsteams, die allerdings auch angegriffen werden, nämlich von Pteranodon oder vielleicht sogar zu Wasser. Wer weiß, was Ingen da noch alles geschaffen hat. Ich stelle mir diesen Konflikt einfach so bildlich wesentlich heftiger vor, als das, was Jurassic Park erleiden musste. Und jetzt kommt hier aber der ganz große Clou. Sollten wir eines Tages so einen Film bekommen, der uns erklärt, wie die Isla Sorna untergegangen ist, eben durch den Hurricane Katrina, könnte man die Geschichte ähnlich erzählen wie auch den ersten Jurassic Park Film, ohne ihn direkt zu kopieren, weil das eben durch eine Naturkatastrophe passiert wäre und trotzdem hätten wir noch einmal den Zerfall eines Parks, beziehungsweise den Zerfall eines kompletten Forschungsareals, einer Insel, die noch um einiges größer ist als die Isla Nubla. Und hier könnte man nach guter alter Spielberg-Manier wirklich wieder einen gewaltigen, unheimlichen und vor allem liebevollen Jurassic Park Film erzählen. Also ich hoffe, dass so ein Film rauskommen würde, wenn wir eben das Jurassic Franchise dann irgendwann in den nächsten 2-3 Jahren bekommen, dann will ich einen Film haben, der genau diese Lücke füllt, erklärt uns als Zuschauer, was auf der Isla Sorna passiert ist und lasst's einfach krachen. Jetzt bin ich wie immer auf deine Meinung gespannt. Was hältst du von einem Film zum Beispiel über die Isla Sorna und gehst du mit mir d'accord, dass du eben auch sagen würdest, ja, der Vorfall auf Anlage B müsste rein theoretisch wesentlich heftiger gewesen sein als der im Jurassic Park auf der Isla Nubla. Ich bin wie immer auf deine Meinung gespannt. In diesem Sinne bin ich aber raus für heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Bis dann. Ciao.